Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute geben wir uns jetzt die ersten aus dem 16. die ersten beiden, von denen wir auch noch nichts gehört haben, ich zumindest nicht. Tommy Trappet und Regenmacher mit On Fleek aus dem JCC 16. Gruppe Nummer A. Morgen haben wir schon Prophet Andy am Start, worauf ich mich freue, weil der ja natürlich so ein bisschen kontroverser ist. Aber hier ebenso nice, einfach neue Leute mit dabei zu haben. Ganz interesting, das Voting sieht bis jetzt tatsächlich ganz gut aus. Wir schauen mal rein, ob sie den Style von mir treffen. Sind Beats verlinkt? Nee. Beats sind nicht verlinkt. Mix und Master von 10QM, sagt mir aber auch nichts. Wenn alles glatt läuft, Freunde, können wir morgen wieder streamen. Wenn alles glatt läuft, können wir morgen wieder streamen. Ich kann es auch nicht versprechen, weil Internet immer noch ein bisschen Reparino ist, aber da sollte es vielleicht eine Solution geben. Wenn ich merke, dass das stabil über den Tag läuft, können wir morgen die Nacht über gerne streamen und uns die neuen Deutschrap-Releases gönnen, alter Mine, Freunde, ja? Wir schauen uns rein. Let's go. Das Intro ist okay. Je öfter ich es sehe, desto besser ist es gefühlt. Weiß nicht. Unsere Nikes sind am Flieg. Reportagen? Hallo, Reportagen? Unsere Nikes sind am Flieg. Lifestyle ist am Flieg. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Unsere Quali. Digga, das, bitte sag nicht, dass die Kamera die ganze Zeit sich so dreht, Mann. Ich wäre nicht dabei. Holy shit, okay. Die Stimme ist gar nicht mal schlecht. Unsere Nikes sind am Flieg. Lifestyle ist am Flieg. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Also vom Aussehen erinnert er mich ein bisschen an Ziggy. Und von der Stimme her so leicht an Billy irgendwie. So ganz leicht. So am Flieg. Unsere Quali ist am Flieg. Und die Videos am Flieg. Alle anderen Rapper wären gern wie wir am Flieg. Unsere Nikes sind am Flieg. Lifestyle ist am Flieg. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Unsere Quali ist am Flieg. Okay, das Einzige, was mich hardcore abfuckt, ist Real Talk, dass ich das Bedürfnis habe, meinen Bildschirm die ganze Zeit zu drehen oder meinen Kopf. Aber vom Soundtechnischen her nicht schlecht bis jetzt. Flieg, die Videos am Flieg, all die anderen Rapper wären gern wie wir und Flieg. Oder wie er in die Ausnahme gegangen ist. Lifestyle ist am Flieg, von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Unsere Quali ist am Flieg und die Videos am Flieg. Alle anderen Rapper wären gern wie wir und Flieg. Ja, okay, ist mir ein bisschen zu wenig Text, glaube ich. Das Studio macht mich high. Das System läuft auf Verschleiß. Graue Haare als Beweis. Niemals Schmutz drauf auf den Likes. Naja, Bruder, sind jetzt ja auch hier die cleansten, ja? Also, jetzt bei der Zeile oder sind die so? Sind die so? Ist das Schmutz oder sind sie so? Boah, schwer zu sagen. Ich kenne die Nike Air nicht, leider. Ich kenne die nicht so genau. Ob das jetzt die Sohle ist, könnte auch einfach die Sohle sein, weil es schon ein bisschen aussieht wie so eine Art Karma-Muster oder so. Okay, nehme ich alles zurück. Nehme ich alles zurück, Jungs. Nikes, der Bunker wird zur Marke, Reifen brennt auf dem Asphalt. Streaming-Zahlen gehen durch die Decke, ich zähl Rap zu meinem Gehalt. Unterwegs mit meinem Team, best verdient durch 1000 Streams. Was für Beef, wir schaufeln Kies, jeder kennt uns auf der Street. Ring aus dem Fenster. Ich finde halt die Adlibs, die in so einer ganz, ganz tiefen Stimme drin sind, ganz angenehm, muss ich sagen. Das ist eine gute Kombination. Der Typ hat auch eine angenehme Stimme, der rappt sehr, sehr nice. Also so, der Hörgenuss ist nice. Also jetzt natürlich reimtechnisch und textlich jetzt nicht das krasseste, so eher 0815 mäßig. Aber das Sound ist halt ein bisschen einzigartiger, finde ich. Den Sound finde ich nice. Die sind ein gutes Duo. Wo der Planet herkommt, Digga? Keine Ahnung. Aber er ist da. Unsere Nikes sind am Flieg. Lifestyle ist am Flieg. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Unsere Quali ist am Flieg. Und die Videos sind am Flieg. Alle anderen Rapper wären gern wie wir am Flieg. Unsere Nikes sind am Flieg. Lifestyle ist am Flieg. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flieg. Unsere Quali ist am Flieg. Die Videos.
Ey, das macht aber echt aggressiv. Real Talk, wer sie, also der Videograf, Junge. 10 QM ist vielleicht auch für die IQ-Punkte des Videografen. Snowfront. Nein, das Video ist halt nicht stabil, aber das fuckt echt ein bisschen ab, Mann. All die anderen Rapper wären gern wie wir und trägt man Kappa-Jogginghosen? Also, es ist gar nicht auf Frontbasis, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, so der eine Kappa-Jogginghose getragen hat, außer im Fußballbereich, so beim Training oder so. Ansonsten habe ich noch nie jemanden gesehen, so. Na, keine Ahnung, aber sieht an sich nicht spät aus, so das Outfit. Kann man machen. Pack ein. Oh, er hat auch noch ein Part sogar, okay. Jeder Track von uns ein Biss, wir kacken wieder mal auf Beat. Machen Mucke, wie wir Bock haben, weil uns das am besten liegt. Eure Meinungen, ich scheiße drauf, denn was mal auf, man hört ja nix. Rap aus dem Balkon hinaus ist viel zu laut, was schätzt mich? Drauf, den was mal auf, man hört ja nix. Rap aus dem Balkon hinaus ist viel zu laut, was schätzt mich? Alte Freunde wie Haus am Sacken, meine Eltern, die sich Sorgen machen, denn ich leg. Den Flow finde ich nicht so nice bei ihm. Ich fand den Flow, den er vorher hatte, angenehmer bei ihm. Nie warst auf die hohe Kante, denn das Geld fliegt los in der Hosentasche. Aber not bad, Alter, not bad. Pack ein. Okay, wenn ich jetzt noch diese eine Drehung zu Ende gucke, Freunde, werde ich mich hier übergeben bei der einen oder anderen Drehung, die hier zu viel drin war. Ey, aber ansonsten, abgesehen davon, not bad. Also ich fand jetzt, die waren sich die stärksten oder so, aber der Sound war halt nice. Sie haben so einen Wiedererkennungswert, finde ich, und ich finde es halt nice, dass die beide so eine sehr prägnante Stimme haben, finde ich, und die harmonieren und fungieren, ja, so wie auf Pizza Italiener angelehnt, sehr gut zusammen. Von daher, ich bin gespannt, was da noch kommt, Alter. Not bad. Das ist das erste Ding, was ich von denen gehört habe. Kann man machen. Ein, zwei Sachen, die mich gestört haben, aber es war jetzt nichts Wackes. Haben einen coolen Style. Ich würde gerne mehr hören. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentarbereich. Unten drunter da, Freunde. Ja, nachher kommt noch Johnny Dixon. Einer der letzten drei Songs vom Album. Werden wir uns ja noch geben. Also Catch and Upload, Freunde. Und auf dem Second Kanal, Flo de Flo Live, so, sind heute, beziehungsweise kommen noch zwei JCC-Qualis, die nicht angenommen worden sind online. Also schaut da gerne vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns, ja, an der Stelle bei einem wunderbaren weiteren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao. Arm ging ein bisschen zu weit hoch. Huch, das war jetzt nicht geplant, Freunde.